Diese Nachschau wird präsentiert von Odessa Santana. Servus und eisige Grüße aus München dieses Mal. Hier ist Hashtag Throwback die Nachschau. Und ihr könnt es mir ansehen, es ist wirklich bitterkalt im Süden Deutschlands. Aber ich hoffe, dass die Rennen, die wir heute sehen werden, uns ordentlich einheizen. Denn der Renntag hat noch nicht begonnen. Hinter mir die Bahn ist noch nicht befahren, beziehungsweise irgendwo da hinten, da habe ich schon sich zwei Pferde aufwärmen sehen. Aufwärmen, ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich denke mal, mit den Interviews, die ich hier heute wieder führe, komme ich ordentlich ins Schwitzen. Und ja, ich freue mich auf den Renntag. Ich bin gespannt, was wir hier im Süden sehen können. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, mit mir durch die Rennen zu blicken. Also, geht's los. Jetzt schon im ersten Rennen. Leider gab es da am Anfang einige Übertragungsprobleme, weshalb der Start nicht mit auf dem Video ist. Keinerlei Galoppaten zu vermelden in dieser Anfangsphase. Das ist schon mal die gute Nachricht und so führt nach wie vor Giorgio Armani. Jetzt aber gibt es die Galoppade und zwar vom Top-Favoriten. Stonehenge springt sich hier womöglich aus dem Rennen und die Galoppade gibt es auch bei Galaxy Vert. Geht rein in den wetzlar.de Schlussbogen und dort immer noch nur zaghafte Angriffe zu vermelden. Vorne marschiert Giorgio Armani, dahinter Hula Baloo auf dem zweiten Rang. Drittes Pferd ist dann Patroclus Eck. Dann sieht man Hour of Daylight. So geht es um die letzte Ecke rein in die Zielgerade. Giorgio Armani bislang souverän. Dahinter Hula Baloo rüstet sich womöglich für die Schlussattacke, aber die muss jetzt mit Speed folgen. Der Giorgio Armani verabschiedet sich nach vorne. Und zwar deutlich, Giorgio Armani wird dieses Rennen gewinnen. Dahinter dann Patroclus Eck noch mit der Schlussattacke. Holt sich hier noch Silber, zieht vorbei an Hula Baloo. Viertes Pferd wird dann Hour of Daylight und mit Rückstand Galaxy Vert auf dem fünften Rang. Thorsten, sag einmal schnell drei Worte zu Stonehenge. Man hat da ja im Heat schon gesehen, dass es heute nicht so sein Tag ist, oder? Ja, wir hatten ihn vor 10 Tagen getestet. Da war super und total flüssig. Und im Heat heute, als er alleine war, machte er schon 2 Fehler. Da haben wir noch was verändert, wir haben ihn nochmal neu beschlagen und ja, er wechselt den ersten Bogen und sprang. Ja, wir müssen da noch ein bisschen üben. Er ist sehr ängstlich, aber wir nützen nichts, wir müssen damit auskommen und er wird mit Sicherheit nächsten Start besser machen. Dann viel Erfolg für den Renntag noch. Danke. Halt, stopp! Gratulation, der Sieger im ersten Rennen. Okay. Ja, das war eine einfache Nummer, Startziel und dann zum Ende hin auch gar nicht in Bedrängnis gekommen. Nein, das war ganz leicht für ihn. Hab's auch erwartet. Ja, habt ihr denn irgendwelche... Oh, jetzt übergebe erstmal und dann komme ich noch mit. Habt ihr denn schon besondere Pläne für dieses Jahr für Giorgio Armani oder nein, sind das so die normalen Rennen? Normale Rennen erstmal. Okay, dann, wen hast du hier für uns? Kentucky Bo. Na dann, geht es los. Nicht laufen, halt. Was ich vorhin noch vergessen habe zu fragen, warum darf denn der Kentucky Bo nicht laufen? Ungefähr aus demselben Grund wie explizit feiern. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Aber dann habt ihr trotzdem heute nochmal die Chance genutzt und ihn ein bisschen gearbeitet. Die Arbeit, weil er ja dabei war. Ja. Jetzt müssen wir dann die 4 Wochen absitzen und dann hat der Sommer ab, bis dann, da geht es halt anders. Aber du bist guten Mutes, oder? Auf die Saison mit ihm? Ja,
Ne, ist ein tolles Pferd. Super, dann viel Erfolg dafür und wir sehen uns ja heute bestimmt nochmal. Muss ja mit dem Begriff Bilderbuchstart sehr defensiv umgehen, aber er war nahe dran, würde ich behaupten, denn es war zumindest ein guter Start. Allerdings gab es dann den Rumpler von Popeye Diamant kurz zu vermelden und folgt dementsprechend auch noch mit gebührigem Rückstand auf die Teilnehmer des ersten Bands, wo sich Timberlake Diamant jetzt an der Außenseite den Vorteil erst einmal sichert vor Black Sheriff an der Innenkante. Drittes Pferd ist dann Escada, dahinter folgt dann David Ass und dann aus dem zweiten Band Kashamur und wie erwähnt Popeye Diamant hat noch ein ganz schönes Stückchen zu gehen. An der Spitze nach wie vor Timberlake Diamant. Hat noch den Vorteil von einer halben Länge. Jetzt geht Kashamur durch die dritte Spur. Dahinter versucht auch Popeye Diamant jetzt Gas zu geben. Aber es bleibt ein gewagter Ritter hintenrum durch die äußeren Spuren. Und der Weg ist weit. Und vorne geht es schon um die letzte Ecke für Timberlake Diamant. Dahinter der Kashamur. Popeye Diamant scheint hier nichts mehr zuzusetzen zu haben. Und vorne ist Kashamur. Kashamur und Michael Larsen, das wäre eine dicke Überraschung. Für 212 für 10, aber Innenkante gibt sich Timberlake Diamant noch nicht geschlagen. Das reicht für Kashamur. Gewinnt ihr vor Timberlake Diamant. Dahinter dann Popeye Diamant am Ende mit Bronze dekoriert. Okay. Hier habe ich doch die großen Emotionen gesehen. Ja. Da war die Freude groß, oder? Ja, riesig. Ja, schön. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Achso, wer bist du? Das war aber doch nicht ihr Ernst jetzt, ja? Das ist jetzt alles auf dem Video mit drauf. Nein, super, natürlich freue ich mich. Ja. Du, der war lahm, der ist ja nicht gestartet und. Das ist mir ein und alles. Das merkt man auf jeden Fall. Unser alles ist das. Und der hat ein Traumrennen gefahren. Super. Es hat sich natürlich auch schön gefahren für ihn. Aber ich hab natürlich nicht geglaubt, dass er schon so weit ist. Er hat sehr gut gearbeitet, ist sehr gut vorbereitet. Aber dass er so leicht gewinnt, bei der feste Warte haben wir gar nichts. Ja, und schön. Ohne. Da gibt es auch die Siegerschleife. Ja. Ja, dann hier eins. Naja, weil die Wurst nicht nur ein bisschen dünn. Die hat ja einen Hitzeschutz gefallen, gell? Ja, doch. So, jetzt muss ich aber auch mal hier erstmal sagen: herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Tolles Rennen. Und ja. Dieser Backstopper leckt mich am Arsch. Ja, ehrlich. Ja, und das war. Atemraum fand ich, wie er da im Schlussbogen so rausging und dann auch direkt losging. Da habe ich kurz mal nicht hingeguckt und plötzlich schwupps, warst du da schon ganz weit vorne. Ja, gut. Ich meine, da hat lange pausiert, er war verletzt. Ich glaube, das ist über ein Jahr nicht gelaufen. Und, aber gut vorbereitet, muss ich sagen. Und ich habe ihn ja mehrmals gesehen auch. Und man weiß, er hat viel Geschwindigkeit und vor allem viel Härte und Stärke. Erster Rennen nach so langer Pause, die Gedanken waren geschont, das Rennen haben wir auch bekommen. Das lief perfekt so. Aber dass er gleich gewinnen konnte, das liegt an Trainer. Super, Gratulation. Ja, danke sehr. Und das war der Start zum dritten Rennen. Das Trotto.de-Rennen erlebt einen Blitzstart von Catalea, gefolgt von Al Capone an der Innenkante, dahinter dann Flying Chantal. Dann wird es ein bisschen knubbelig in drei Spuren mit Asha Diamant, mit Primrose und auch mit Alfgard Mail. Sie alle versuchen sich da erst einmal eine Lage zu holen in diesem Rennen, das ganz hinten momentan von Samu und Michael Larsen auf dem 9. Platz geführt wird. An der Spitze tut sich was. Denn Alfgard Mail und Thorsten Thiel, zweite Reihe, völlig egal, sagt er sich. Ich will an die Spitze und zwar schnell. Und das scheint jetzt auch zu gelingen. Geht vorbei an Catalea und übernimmt direkt das Kommando. Weiter angeführt durch die Nummer 7 Catalea. Dahinter folgt dann Alfgard Mail und jetzt kommt die Attacke von Al Capone. Rudi Allert drückt das Gaspedal nun runter und erobert erst einmal Rang 2. Vierter Platz jetzt bei Primrose. Die Favoriten positionieren sich. Dahinter kommt derzeit Samu nicht entscheidend weiter. Zwei Pferde biegen hier Kopf an Kopf um die letzte Ecke. An der Außenseite ist es Al Capone und Catalea an der Innenkante. Und Al Capone geht stärker. Al Capone und Rudi Haller machen das Ende hier recht humorlos, nicht wirklich spannend, sondern siegen am Ende mit 5-6 Längen souverän als Top-Favorit vor Catalea auf dem zweiten Rang. Am Ende drittplatziert Alfgard Mayen. Gratuliere schon mal.
Nochmal Gratulation. Du hast mich vorhin nicht gehört. Ich habe dich schon angefeuert. Ja, also ich muss sagen, ich dachte im Schlussbogen, oh, das wird ja richtig spannend. Aber dann hast du dich doch nochmal sehr deutlich gelöst und man meint immer, die Siege sind so einfach. Ist es denn auch so einfach, wie es aussieht? So einfach ist es nicht. Da waren schon ein paar gute Pferde im Rennen. Ich war überrascht, wie er ging heute. Ja, wir haben heute zum ersten Mal die Eisen runtergenommen bei ihm und das hat ihm irgendwie ein bisschen Blut in der Leitung. So hat man auch gedacht. Das war eine richtige Demonstration und da kann man nur sagen, Gratulation. Danke sehr. Und das war der Start zum Rudi Haller Geburtstagsrennen. An die Spitze geht Nagajew, dann Rohl mit Thorsten Tietz, dann The Revenant auf Platz 2. Dahinter sieht man Edel Lola an der Innenkante, an der Außenseite, dann Eaton, gefolgt von Tyron Hill. Also die beiden Top-Favoriten derzeit auf Platz 4 und 5 zu bestaunend. Aber jetzt tut sich was. Aus der dritten Position geht Eaton jetzt auch auf Kurs Attacke und versucht hier die Konkurrenz zu überflügeln. Das gelingt Eaton, der neue Spitzenreiter, vor Agajew Danerol. So geht es wieder in die Tribünen gerade hinein. Noch alles möglich für die beiden da vorne. Denn jetzt geht es um die letzte Ecke. Eaton oder Tyron Hill. Wir haben vorher gesagt, das könnte eine Glaubensfrage werden am Wettmarkt. Und jetzt ist es auch im Rennen. Eine ganz schön enge Kiste. Denn da ist Eaton und da ist Tyron Hill an der Innenkante. Ist aber dann Eaton stärker? Nein, das lässt dann am Ende doch für Tyron Hill. Boah. Wohl den Sieg hat es gegeben für die beiden. Tyron Hill und Eaton. Spannende Zielgerade, die wir gesehen haben. Gratuliere. Aber komm hier gleich wieder vorbei. Du. Nicht wegfahren. Alex, du hast dich gefahren. Super, danke. Gratuliere euch. Jetzt muss ich hinfahren. Gleich weiter. Ja, hier geht's Schlag auf Schlag. Aber das war ja gerade richtig spannend. Es war wie zu erwarten zwischen den beiden Favoriten am Ende auszumachen. Und es war ganz schön eng. Ich habe hier von der Überseite geschaut. Ich hätte gar nicht sagen können, wer gewonnen hat. Aber für dich war es eindeutiger? Ja, natürlich. Ich habe schon gesehen, dass ich noch mit dem Hals vorbei war. Er wurde auf einmal phlegmatisch, nachdem ich am Hermine vorbei war mit Eaton. Und er hat sich super geschlagen. Beide Pferde haben ein super Rennen gelaufen. Darauf kann man aufbauen. Ja, mit Baxter Hill habe ich gesehen, am Stirnriemen stand es, sonst hätte ich ihn nicht erkannt. Heatfahren, was erwartest du dir heute von dem Rennen? Baxter Hill ist ein super Rennpferd. Er hat ganz viel Klasse. Er hat schon in jungen Jahren gezeigt, wo er dreijährig zur Derby-Route ging. Und normalerweise müsste er heute auch 1-2-3 sein. Aber er ist der erste Start nach der Pause, er hat einen Probelauf gemacht, der wäre okay. Der war recht ordentlich. Wir werden sehen. Wir drücken die Daumen und nochmal Gratulation zu Tyron Hill. Vielen Dank. Der Startwagen rollt an. Elisabeth Mann, Nachwuchs-Championat, der erste Lauf. Wir freuen uns auf 9 topmotivierte Fahrerinnen und Fahrer, die mit ihren Pferden in diesem Wettbewerb gleich einmal eine große Marke setzen wollen. Also mit diesem BR die 1 und der Freund, die 2, Suarez die 3, gegen die Caprio die 4, Adonis Ferron und die 5. Auf geht's! Das fünfte Rennen ist gestartet. Elisabeth Mann Nachwuchs-Championat. Ocean Blue hat sich erst einmal ein bisschen versäumt und ist ganz am Ende des Teilnehmerfeldes. Vorne glänzen andere. Da ist Odessa Boy und da ist Suarez mit dabei. In 3 Spuren geht es hier durch den ersten Bogen. Und was ist los mit Ocean Blue? Ist weiter in hinteren Regionen. Ist weiter noch nicht auf Attacke gepolt. Vielleicht jetzt. Geht zumindest in die zweite Spur. Aber das ist noch ein weiter Weg. Vorne ist Belize Bear. Belize Bear führt. Dahinter folgt dann Suarez auf den zweiten Rang und jetzt kommt mit langen Schritten Ocean Blue immer stärker rein ins Feld und auch an die Spitze. Fliegt hier an allen vorbei und will Mitte der Gegenseite frühzeitig klare Verhältnisse schaffen. 13 für 10 Top-Favorit. Ocean Blue zeigt der Konkurrenz erst einmal, was wirkliches Tempofahren hier bedeuten kann in dieser Phase des Rennens. Aber das ist der 6. Start, der 6. Sieg im Kalenderjahr 2021. Respekt, Grini Caprio mit Andreas Gein, die danach toller Schlussleistung hier. 2 platziert, Kampf ums dritte Geld, da setzt sich Bichetti wahrscheinlich noch minimal vor Suarez durch. 5. wäre dann Belize BR, gefolgt von Adonis Del Ronco.
Genau, einmal kurz noch der Trainer, bevor wir hier gleich den strahlenden Sieger begrüßen. Ocean Blue, muss ich sagen, hat mir beim letzten Lauf nicht so gut gefallen. Da trabte sie nicht ganz so schön, fand ich. Aber heute, das war ja mal wieder eine Demonstration. Habt ihr was verändert? Ich muss sagen, das sagen ja viele Menschen zu mir immer nach jedem Rennen eigentlich. Aber das merkt man nicht, wenn man hinten drauf sitzt. Das fühlt sich so gut an. Und es ist bei ihr eigentlich meistens so, wenn sie unterwegs zu langsam ist, dann drückt sie in der Geraden ein bisschen nach außen und macht dann so komische Schritte. Aber sie ist perfekt. Das sind schöne und der Worte. Der Stefan hat es richtig gut gemacht. Das kann man nur bestätigen. Bei dem Sieg, den werde ich jetzt gleich auch mal zu befragen, wie sein Ocean-Gefühl so war. Gratulation! Danke. Stefan Bartz, ein Interview-Neuling auf meinem Kanal. Also erstmal herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ich habe gerade schon mit Rudi kurz drüber gesprochen. Wir haben uns darauf geeinigt, ich frage mal nach dem Ocean-Gefühl. Wie war das Ocean-Gefühl? Das ist ein ganz anderes Gefühl, so ein Pferd. Wenn man da mal an alle vorbeifährt und in einen rutscht, das ist schon. Ist schon was Besonderes, ja. Man denkt immer, oh, jetzt ist sie so weit hinten, wird das noch was? Und dann sagt sie so, nichts leichter als das. Sie sagt es, ja, aber die Anspannung natürlich vorher mit 5 Siegen in Folge war natürlich auch extrem. Aber ja, aber gut gemeistert und das beflügelt. Cool. Was, gibt's heute noch was zu tun oder war es das schon? Na, für mich war es halt. Na, dann kann man damit ja gut in den Feierabend gehen. Tschüss. Ciao. Und das war der Start zum 6. Rennen. Kampf um die Spitze zwischen Bellini Rosso und Maranello Bo an der Außenseite. Und es scheint wohl erst einmal für Thorsten Tietz ganz nach vorne zu gehen. Dahinter dann Anakin to Dream und Flying Wings auf den Plätzen 3 und 4. So geht es in den ersten Bogen hinein. Von Flash Gordon noch wenig zu sehen, derzeit auf dem vorletzten Rang. Auch Favorit Flash Gordon meldet hier in der dritten Spur ernsthafte Ambitionen schon an. 1,5 Runden vor Ende des Rennens auf Platz 4. Tendenz Richtung Platz 3 und weiter Richtung Spitze marschieren, ist Flash Gordon derzeit auf einem Weg, die Favoritenrolle auch mit Leben zu füllen. Vorne ist Maranello Bo und an der Außenseite rückt jetzt Zentimeter um Zentimeter Flash Gordon dichter ran und scheint stärker zu gehen. Maranello Bo an der Innenkante kämpft aber um die Chance, hier dieses Rennen noch gewinnen zu können. An der Außenseite aber Flash Gordon zieht vorbei in der Distanz. Flash Gordon vorne, Maranello Bo ist aber genauso sicher schon auf dem zweiten Rang, da kann nach hinten nichts mehr passieren. An der Spitze aber reicht es dann für Flash Gordon und Rudi Haller zum nächsten Erfolg. Dahinter dann Maranello Bo auf Platz 2. Da haben wir dich schon wieder. Mensch, gratuliere. Heute wird es ja zum Rudi Haller Tag. Das war ja ganz stark. Der hatte ja wirklich das ganze Rennen fast außen rum und hat dann am Ende aber immer noch die Nase vorn gehabt. Ja, er liebt es außenrum. Er geht komischerweise an der Todesspur besser, als wenn er in Front ist. Ja, danke. Manche mögen so, manche mögen so. Ich merke schon, das ist heute dein Tag. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Hey, Optimismus. Ja. Gratuliere. Der Start ist Erfolg und er beginnt mit großen Problemen bei Baxter Hill und auch bei Scoiattolo Jet. Baxter Hill braucht hier einige Sekunden, um wirklich auf Trab zu kommen. Valencia und von vorne Jalousie sind ganz vorne. Scoiattolo Jet mit dem nächsten Rumpler und das wird ein hartes Stück Arbeit für Top-Favorit Baxter Hill, der hier quasi freiwillig aus dem dritten Band erst auf die Reise geschickt wird. Denn es dauert, bis er hier richtig Fuß findet. Baxter Hill kann sich mittlerweile auf Rang 4 vorarbeiten und muss jetzt durch die dritte Spur gehen. Vorne ist Valencia mit Christoph Schwarz für 6,8 für 1 an der Außenseite. Jetzt aber Baxter Hill geht durch die dritte Spur und kann sich zügig verbessern, ist jetzt auf Rang 2. Aber Baron Westwood will da auf keinen Fall nachgeben, aber kann trotzdem das Tempo so nicht mitgehen und verliert in diesem Moment den zweiten Platz. Und vorne ist es Valencia. Sehen wir eine Überraschung oder sehen wir doch den erwarteten Erfolg von Baxter Hill? Momentan spricht vieles für den Favoriten. Es geht um die letzte Ecke. Noch aber führt Valencia. Valencia ist noch vorne. Hat das Ganze auch Kraft gekostet? Das werden wir jetzt sehen für Baxter Hill. Baxter Hill und Valencia im Kampf um den Sieg. An der Innenkante Valencia hält stark dagegen. Baxter Hill kommt noch nicht vorbei. Valencia ist vorne. Valencia ist vorne und schlägt hier den Favoriten. Schlägt Baxter Hill. Dahinter dann Baron Westwood auf dem dritten Rang.
Alex, ich weiß, sowas hört man echt ungerne, aber wie sehr ärgert man sich nach so einem Startfehler, weil man hat ja gesehen, eigentlich war er natürlich das beste Pferd im Rennen. Absolut. Ich kann nicht sagen, warum er jetzt gesprungen ist. Ich bin eingedreht, ins Band hinein habe ich noch ein super Gefühl gehabt. Ich habe ihn auch nicht abverlangt. Er ist eingedreht und direkt galopp gegangen. Ich habe ihn auch dann runtergekommen und dann ist er von selber hin gelaufen. Also ich habe ihn jetzt nicht dahin gepusht oder sonst irgendwas. Er war okay. Wir waren Zweiter. Kann sich nicht beschweren. Ich denke auch, da wird jetzt, wo die Pause vorüber ist, wieder einiges Gutes in der Saison auf ihn zukommen. Hoffen wir. Super. So, herzlichen Glückwunsch, kann man da an dieser Stelle nur sagen. Dankeschön. Eine Übergabe. Ach, was zu trinken gibt's auch noch. Na, wunderbar. Danke. Danke. Ja, ich habe gerade schon mit dem geknickten Alex gesprochen. Das einen Leid ist des anderen Freud. Ihr habt natürlich profitieren können, aber am Ende auch nochmal stark durchgezogen, wo es dann auch mal kurz eng wurde. Ja, also wie gesagt, wir haben den Start super erwischt. Die anderen haben, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt und konnten uns da vorne eigentlich gut einteilen. Bis auf das mit dem Herrn Pletscher also zwischendrin einmal. Aber wie gesagt, die hat sich dann zum Schluss, wie der dann da war, der Alex, dachte ich mir, okay, er ist da, jetzt wird es interessant. Aber sie hat sich super tapfer gekämpft bis ins Ziel und dann war es noch relativ leicht. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall Gratulation dazu. Was war da im Rennen zwischendurch? Das konnte man am Bildschirm nicht verfolgen so richtig. Ja, es war jetzt nichts Schlimmes. Der Herr Pletscher ist außen dahergekommen, wollte dann eine eventuelle Rochade machen beim zweiten Bogen mit mir. Und diesmal habe ich gesagt, nein, jetzt nicht, weil wie gesagt, das funktioniert am meisten nicht. Dann bin ich dann zum Schluss, geht er dann das ein bisschen ab. Und ja, das war das einzige. Richtige Entscheidung getroffen, am Ende triumphiert und jetzt, wie gesagt, hier Prost. Ja, und mal wirklich anstoßen. Geht es noch im letzten Rennen einmal ran? Ich habe es gerade gar nicht aufgeschoben. Ich bin jetzt fertig, Gott sei Dank. Dann kann man ja wirklich sagen Prost. Ja, kann ich trinken. Auf geht's über 2100 Meter. Wer holt sich den letzten Tageserfolg hier in München? Und das war der Start zum achten Rennen. Fehler von Emon Amour Quick in der Startphase. Gamble and Hope an der Innenkante erwischt hier den besten Start, gefolgt von Fernando Matt. Dann sehen wir Fafala Ace oder auch Estafet Benache kommt hier ordentlich ins Rennen rein. Das sind die Top 4. Vierter Rang nach wie vor für Fafala Ace mit Robert Pletscher. Und jetzt der Fehler von Rudi Haller und Fernando Matt. Fernando Matt springt sich hier aus dem Rennen raus und damit hätten wir die erste dicke Überraschung in diesem Rennen. Das Feld weit auseinandergezogen. Das flotte Trio, der flotte Dreier da vorne macht Dampf und zwar mit Gamble and Hope nach wie vor an der Spitze. An der Außenseite sehen wir Fafala Ace und an der Innenkante dann Estafet Benache bislang mit dem tollen Rennen. Und jetzt der nächste Fehler von Fafala Ace mit Robert Petschacher. Springt sich hier wohl auch aus dem Rennen raus. Gamble and Hope ist vorne. Jetzt kann nur noch eine Galoppade diesen Sieg verhindern, aber das wird für das Quartier hoffentlich nicht der Fall sein und für viele Favoritenwetter, die jetzt jubeln dürfen. Denn Gamble and Hope gewinnt am Ende hoch überlegen. Fahrer de Grandcamp wird Zweiter. Estafet Benache nach starkem Rennen noch mit Bronze dekoriert. Und die letzten Sieger des Tages. Nicht so schnell, komm nicht so schnell hinterher. Ja, Gratulation. Danke. Das war ja sehr überlegen. Und man muss dazu sagen, natürlich hat sich um dich herum alles aus der Partie gesprungen. Aber man hat ja gesehen, das wäre auch so, glaube ich, gegangen, oder? Ja, ich denke auf alle Fälle, ja. Er ist nicht ganz einfach, aber er ist ein richtiger Franzose. Er läuft sein Pensum durch. Ja, war nicht so. Ja, du musstest auch überhaupt nichts machen. Das sah schön aus und so. Kann doch so ein kalter, aber dann ja doch erfolgreicher Renntag enden, oder? Ja, Gott sei Dank. Ja, dann macht mal. Ihr seid zu schnell für mich. Ja, ich sag dir, wir sehen uns nochmal wieder. Jetzt zwar nicht mit einem Siegerinterview für dieses Rennen. Da gab es eine Galoppade. Die Traberei davor war auch nicht ganz so. Hast du da noch irgendwas zu sagen oder hat es heute einfach nicht vom Traben her sein sollen? Ich kenne das Pferd ja relativ wenig, wir hatten ihn zweimal hier, aber er hat auf der Geraden hat er immer Probleme, durch die Kurven geht er besser dann, aber der Fehler kam unvermittelt. Dafür blicken wir auf drei Fahrersiege, vier Trainersiege zurück, also ein durch und durch erfolgreicher Tag. Ja, das schmeckt noch mehr für die Saison, oder?
Es sieht gut aus, die Weichen sind gestellt, wir haben super gearbeitet über den Winter. Das ist natürlich für mein ganzes Personal oder für unser Personal sind solche Tage natürlich Gold wert, dann ist ja jeder weiterhin gut motiviert und es kann weitergehen. Man sieht, du sprudelst förmlich über vor Freude, aber du freust dich bestimmt innerlich und damit sage ich danke für die vielen Interviews, aber wer so viel gewinnt, der muss auch viel sprechen. Das ist kein Problem, mache ich gerne dann. Und das war's auch schon wieder vom Renntag aus München Dagefing. Dieses Mal hier Hashtag Throwback die Nachschau. Ein interessanter Renntag, ein strahlender Mann des Tages, einige strahlende Sieger und ja, Überraschungen waren auch dabei. Favoritensiege waren auch dabei. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger, mir ist kalt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es schön, hier auch mal im Süden nachschaumäßig am Start zu sein. Daher danke dafür. Und ja, ich kann euch jetzt noch gar nicht sagen, was als nächstes geplant ist. Es wird aber auf jeden Fall ziemlich bald schon wieder was kommen. Solange, ihr wisst es ja, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, lasst ein Like da und ich bin raus für heute. Diese Nachschau wurde präsentiert von Odessa Santana.